hier können wir sehr gut die Zaunrübensandbiene beobachten, wie sie in eine Blüte hineinkriechen möchte. Die Zaunrübensandbiene, oder auch Andrena Florea genannt, ist eine Spezialistin, denn sie ernährt sich ausschließlich von den männlichen und weiblichen Blüten der Zaunrübe. Insbesondere der rotfrüchtigen Zaunrübe, da die weiße Zaunrübe insgesamt sehr wenig vertreten ist. Außerdem ist die rotfrüchtige Zaunrübe zweihäusig, das heißt männliche und weibliche Blüten sind vorhanden. Und das ist deshalb wichtig, weil die männlichen Blüten sind ausschließlich für die Pollenaufnahme da und die weiblichen Blüten dienen als Nektarquelle. Insgesamt kann man beobachten, dass das Pollensammeln vor allen Dingen in den Morgenstunden erfolgt. Wer also diese Aufnahmen gern mal sehen möchte und das beobachten möchte, muss ein Frühaufsteher sein oder jemand, der nachts lange wach ist. Die Andrena Florea gehört übrigens zu den bodennistenden Wildbienenarten. Sie mögen zum Beispiel gerne so Böden, die verdichtet sind bei, ich sag mal, Wegen oder Plätzen, die zum Beispiel wie ein Spielplatz genutzt werden. Wie eigentlich alle bodennistenden Wildbienenarten bevorzugt sie natürlich einen lehmigen Boden, der auch stabil bleibt, wenn die Gänge gebaut sind und eben diese Hohlräume. Und diese Hohlräume bleiben übrigens offen. Höchstens, wenn es mal sehr heiß wird, mittags oder so, wird das halt zugemacht. Ansonsten bleibt es die ganze Zeit offen. Diese Plätze gibt es in Dörfern, Städten, eigentlich egal. Es muss natürlich die Zaunrübe in der Nähe wachsen. Sonst werden sie sich dort gar nicht niederlassen. Die Bryonia dioica, auch rotfrüchtige Zaunrübe, Rotzaunrübe oder zweihäusige Zaunrübe genannt, ist vor allen Dingen in Europa bis nach Westasien verbreitet. Und in Deutschland ist es so, dass es in den südlichen Gebieten relativ viele davon gibt und teilweise auch im nordischen Tiefland, also da, wo ich wohne zum Beispiel. Allerdings gibt es hier und da schon für verschiedene Ansammlungen, wo mehr Zaunrübensandbienen zu beobachten sind. Und je mehr Zaunrüben eben wachsen, desto höher ist die Chance, dass man diese Art dort entdecken kann. Hier bildet sich schon der erste, das kleine, die Ranghilfe sozusagen. Die Bryonia dioica, die zählt übrigens zu den Kürbisgewächsen und nicht nur deswegen ist sie ein hervorragender Kletterer. Sie ist eine Schlingpflanze, die wirklich ziemlich hoch werden kann, bis zu 3 Meter. Sie braucht eigentlich nicht zurückgeschnitten werden. Habt ihr einen guten Platz gefunden, könnt ihr sie einfach wachsen lassen. Diese Pflanzen sind wirklich, wirklich, wirklich giftig. In allen Pflanzenzeilen und vor allen Dingen die Beeren, die können bis hin zur Tödlichkeit giftig sein. Das heißt, ich ermutige euch, kauft sie euch, aber überlegt euch gut, wo ihr sie hinpflanzt. Übrigens noch ein kleiner süßer Sidefact, wie ich persönlich finde. Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Bienen schlafen in den Blüten der Zaunrüben. Aber es gibt wohl wenige Momente, wo man die Chance hat, sowas mal zu sehen.